Hi, meine lieben Schnutis, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es nochmal ein Müller-Live voll geben, ein DM-Live voll geben und ein Rossmann-Live voll geben. Ich war jetzt kurz vor Weihnachten noch mal ein kleines bisschen shoppen. Ich musste noch die letzten paar Dinge für Weihnachten kaufen und was das alles geworden ist, werde ich euch in diesem Video zeigen. Ganz viel Spaß! Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Ich fange jetzt hier nochmal bei den ganzen Weihnachtssachen an und ich habe mir gedacht, dass ich hier nochmal dieses süße Mädchen hier mit diesem Teddybär mitnehme für 4,99 €. Meine Mama und ich machen gerade noch ein kleines Körbchen fertig und ja, mir gefällt es nicht, meiner Mama gefällt es auch nicht, aber der Person, der wir das Körbchen machen, die sammelt halt solche Figuren beziehungsweise macht sich immer so gerne so eine Stadt und hat nur solche Figuren da stehen. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das Ganze mit und dann muss gleich noch Schokolade mit und dann haben wir auch das Körbchen auf jeden Fall fertig. Ansonsten gefällt mir hier soweit nichts mehr. Ich nehme jetzt hier nochmal solche Allzweck-Gefrierbeutel mit. Irgendwie habe ich da nie so einen Fokus drauf gelegt. Kosten auch nur 1,55 €. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich die noch einmal mit. Und dann nochmal so ganz normale Müllbeutel da unten für 75 Cent. Ich habe jetzt hier irgendwie so einen anderen Covid-Test gefunden. Und zwar muss man den einfach nur in den Mund stecken. Ich habe erstmal so gedacht, ist das ein Schwangerschaftstest hier oder sowas, aber nein, es ist ein Covid-Test. Und ja, mal nichts, was man sich in die Nase stecken muss. Ich hasse dieses Gefühl richtig. Ich werde auf jeden Fall eins mal mitnehmen zum Ausprobieren, mal gucken, wie das sein wird. Also Test braucht man auf jeden Fall. Ja, wenn man krank ist, ist ja der erste Gedanke, oh, habe ich Corona. Zumindest war das bei mir so. Ich muss für meine Mama nochmal so eine Zahnbürste hier mitnehmen, beziehungsweise für meine Oma. Weil einer hat sie kaputt gemacht, der ist hier in der Mitte kaputt gebrochen. Leute, fragt mich nicht, wie sie das hinbekommen hat. Ich hatte ihr dann so eine bei DM gekauft gehabt. Die mag sie aber nicht, die findet sie irgendwie unpraktisch. Sie möchte gerne wieder so eine haben, wie sie vom Zahnarzt bekommen hat. Und das war halt so eine, genau die gleiche. Und deswegen nehme ich die jetzt nochmal mit. Hauptsache, sie ist glücklich, meine liebe Omi. Wie ich sehe, Garnier hat jetzt auch eine Handcreme rausgebracht. Die ist auch super, super neu. Und zwar Hand Superfood. 48 Stunden nährende Creme für 2,95 €. Finde ich ja richtig, richtig cool. Nehme ich mal für meine Mama mit. Mal schauen, wie sie die findet. Schaut mal, wie süß hier diese Tuchmaske ist. Oh Mann, mit so Katzen drauf. Richtig, richtig niedlich. Oder Aloe Vera Fresh Hydrogel Maske für 1,95 €. Die möchte ich gerne meiner Mutter mitnehmen. Wir haben hier auch noch so andere Masken, also hier Holy Night haben wir hier und dann noch so eine Weihnachtsmaske, Candy Apple. Die nehme ich, glaube ich, auch für meine Mutter mit. Die sieht so süß aus für 1,95 €. Ich finde jetzt das hier richtig, richtig süß. So ein Täschchen für 14,99 €. Ich weiß jetzt nur nicht, was da noch drin ist. Ich glaube, da ist eine Seife drin und das daneben ist eine Handlotion. Finde ich halt richtig süß mit diesem Design. Habe ich mir auch sehr gut für meine Mutter vorgestellt. Gibt es hier übrigens auch noch mit so einem Design und mit einem Design, falls ihr das sehen könnt, da hinten. Ich brauche jetzt nochmal neue Taschentücher. Ich habe beim letzten Mal die von Müller mitgenommen, von der Eigenmarke. Und zwar die hier, Soft Star. Allerdings war ich davon irgendwie nicht so begeistert. Die waren mir vom Tuch so ein kleines bisschen zu dünn. Und nee, fand ich jetzt einfach nicht so toll. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme entweder Tempo mit, weil die kleinen fand ich schon süß, nur halt das Tuch fand ich nicht so toll. Oder die hier für 1,75 € mit Olaf drauf, also halt Eiskönigin. Genau, deswegen nehme ich, glaube ich, einfach mal jetzt Tempo mit. Tempo mag ich eigentlich gerne. 1,45 € kostet die Packung. Klar, ist jetzt ein bisschen weniger drin, aber ich hoffe einfach, die sind gut. Ich mag Tempo eigentlich gerne. Ich nehme jetzt auch nochmal solche Wattestäbchen mit. Davon haben wir nämlich auch keine mehr. Genau. Die letzte Packung hat meine Mama meinem Vater mitgegeben, die ich beim letzten Mal hier gekauft habe. Ich weiß nur nicht, welche Packung ich mitgenommen habe. Ich nehme jetzt einfach die hier. Kostet, glaube ich, entweder 1,05 € oder 75 Cent. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich nehme aber die jetzt mit. Ich bin jetzt hier in dieser ganzen reduzierten Abteilung und ich habe hier einmal Kinderriegel reduziert gefunden. 10 Riegel, 2,39 € vorher, minus 30 %. Die nehme ich einmal mit. Und dann habe ich hier noch einmal solche Sauerrahm-Kräuterchips entdeckt, auch minus 50 %. Ja, nehme ich auch mal mit. Ich habe jetzt hier solche süßen Schweinchen gefunden in vielen verschiedenen Farben. Und ich habe mich jetzt einmal für den hier entschieden. Ich hoffe, man kann überhaupt irgendwas sehen. Hauptsache mein scheiß Nagellack, den kann man sehen. Ich glaube, man kann das sehr gut erkennen. Kosten 2,99 € und den werde ich gleich meiner Mutter geben. Ich hoffe, sie freut sich. Aber sie sammelt Schweinchen tatsächlich. Sie hat schon Schweinchen in vielen verschiedenen Farben und Formen. Sie kriegt jedes ein Schweinchen geschenkt von uns. Und ich fand das jetzt einfach so süß und werde ihr das mitnehmen. Für meine Mutter wollte ich jetzt gerne Haarschaum mitnehmen, weil letztens brauchte sie das und hatte nichts mehr da.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach irgendwas mit. Sie benutzt immer das von Taft bzw. von Schwarzkopf, aber ob ich ihr das mitnehmen möchte, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie die letzten Wochen so schlechte Erfahrungen mitgemacht. Was haben wir hier? Pflege und Halt, Hitzeschutz. Schaumfestiger. Ja, das ist ja das, was ich eigentlich brauche. 2,75 Euro ist ein bisschen günstiger als das. Das andere kostet 2,95 Euro. Ich habe keine Ahnung, Leute. Was soll ich machen? Soll ich das ganz normale mitnehmen, was ihr kennt, oder mal was Neues ausprobieren? Ich nehme mal was Neues mit. Ich nehme das von Nivea mit. Ich habe mich jetzt hier nochmal für ein Geschenkeset entschieden, beziehungsweise für so ein Balea-Set. Das kostet 4,95 Euro. Wir haben hier einmal eine Handcreme, Duschgel und einmal eine Bodylotion mit diesem richtig, richtig süßen Design. You're so shining oder sowas. Ich habe das schon mal für jemanden gekauft gehabt und fand das wirklich so toll, dass ich das diesmal wieder mitnehme. Dann habe ich hier nochmal von Tracklemoon so ein Set gefunden. Hier haben wir einmal das Duschgel da drin, die Handcreme und dann nochmal so ein Körperpeeling. Richtig, richtig cool. Das kostet... Irgendwo hier stand das gerade, 8,95 Euro, finde ich mega, mega cool, weswegen ich das jetzt auch nochmal mitnehme. Dann bin ich hier nochmal in dieser ganzen NYX-Theke hier und habe mich für einen Lipgloss entschieden. Und zwar den von NYX, This is Milky Gloss. Ich habe den hier genommen, keine Ahnung, Schokolade Shake oder irgendwie sowas. Ja, ich denke mal, der sollte reichen. Nehmen wir mit. Die haben hier so einen richtig süßen kleinen Stand mit so Sachen für die Badewanne. Mit so Spielzeug auch noch für die Wanne und sowas finde ich richtig, richtig süß. Hier mit dem Sandmann da unten, obwohl ich den Sandmann hasse, also das war wirklich nicht meine Serie. Was haben wir hier? Peppa Pig, Weihnachtspost. Gab es auch schon beim letzten Mal, ich weiß nur nicht, was das kostet. Hier haben wir einmal 13 Euro, finde ich auch süß und ein paar Kuscheltiere. Dann nehme ich hier nochmal so eine Haarmaske mit. Ich habe keine Ahnung, ich werde mir hier gleich einfach irgendeine aussuchen. Was haben wir hier? Die sieht so ein bisschen winterlich aus, die kostet aber auch stolze 7 Euro, Leute. Also ich finde es total überteuert, aber ich möchte es verschenken. Deswegen ist das jetzt einfach eine Ausnahme. Was haben wir hier? Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Mermaid. Ich glaube, ich nehme das mit. Dann ebenfalls zum Verschenken nehme ich auch nochmal so eine Haarmaske mit, die ich ultra gut finde. Und zwar das hier, die Garnierfrucht, die ist Aloe Vera Hair Food Maske. Für stolze 5,95 Euro. Aber Leute, die ist einfach jedes Geld wert. Die ist so unglaublich gut. Dann nehme ich noch zweimal so ein süßes Duschgel mit. Und ich habe mich hier für das von Tracklemoon ebenfalls entschieden. Und zwar Winter Dream. Das kann man auch sehr gut in so ein ganz kleines Päckchen mit reinmachen oder obendrauf so. Finde ich halt ganz süß, kostet 95 Cent und dann kann man definitiv nicht Nein sagen. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal hier so Kuschelsocken mit und zwar für Oma für 3,95 Euro. Bin mir nur nicht sicher, welche Farbe ich nehmen soll. Einmal die hier und einmal die hier, aber ich glaube, weiß es nicht so vorteilhaft. Deswegen nehme ich hier einmal diese, ja, lilanen mit. Rot-lila, ganz komische Farbe, 3,95 Euro. Hier haben wir jetzt im DM noch so einen kleinen Winterstand mit so... winterlichen Sachen, keine Ahnung. Da habe ich mir jetzt gedacht, nehme ich noch einmal so eine Winterschokolade mit für oben drauf und noch einmal so einen Schokololli, so mit weißer Schokolade oben drauf. Der Schokololli kostet 95 Cent und die Winterschokolade kostet 1,65 Euro. Finde ich halt einfach ganz süß und ja, ich glaube, jetzt habe ich auch alles beisammen. Ich bin hier gerade bei Rossmann und schaut euch mal diese coole LE an von Essence. Die hat es wirklich in sich. Gerade hier diese Press-on-Nails oder hier haben wir, glaube ich, auch, was ist das? Lip Glow. Ich glaube, der kann so seine Farbe verändern. Richtig cool Lipmask und dann haben wir hier auch so eine Spange. Ja, ansonsten ist die Theke hier eigentlich ziemlich gut gefüllt. Also Respekt. Vielleicht gibt es ja auch meine Catrice-Mascara wieder. Wollen wir da mal hingehen? Ist hier jemand? Kann ich kurz rüberfilmen? Aber ich sehe schon, Leute, es sieht schlecht aus. Es sieht schlecht aus. Wie immer ist sie nicht da. Dann nehme ich nochmal diese richtig, richtig süße Tüte mit für 1,99 Euro. Ist auch in der Werbung für 1,99 Euro. Also, ne? Werbung heißt nicht immer gleich günstiger. Ich finde hier nichts mehr anderes, deswegen nehme ich die einfach mal mit. Süß ist sie ja. Wird reichen. Hier gehe ich wie immer nicht dran vorbei. Ich nehme einmal Erdnussmix mit für 3,99 Euro. Dann diese Dinkelkugeln. Ich liebe die, ich kann die so wegessen. Dann hier einmal die Kirschen. Die mögen meine Eltern wirklich sehr gerne. Und dann einmal Mandeln, Vanille und Kokos. Richtig lecker. Und meine allerliebsten sind Cashewkerne in weißer Joghurtschokolade. Kosten 1,99 Euro jeweils. Außer die kosten 1,59 Euro. Größte Empfehlung, Leute. Holt euch die. Dann nehme ich hier nochmal ein Parfüm mit und zwar Wish irgendwas. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, aber das kostet 25 Euro und das Parfüm riecht einfach so unglaublich gut. Das habe ich mir jetzt vorgestellt für meine Mama
Genau, deswegen nehmen wir das noch einmal mit. Hier gibt es noch so ein paar andere Sets. Ich muss sagen, der Osman ist noch gut gefüllt. In dem DM, wo ich war, da war schon wirklich tote Hose. Und das hier kann ich euch sehr ans Herz legen. Destiny, das riecht so unglaublich gut. Ich habe mir gedacht, ich nehme hier nochmal so eine große Maske mit. Ich weiß nur leider nicht, welche. Irgendwas, was vielleicht sehr gut aussieht. Was haben wir hier? Tuchmaske, intensiv Feuchtigkeit spendet, straffende, bla 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 bla. Nee. Irgendwie nicht so meins. Was haben wir hier? Das ist so eine schwarze. Feuchtigkeit spenden, schwarze Tuchmaske, bla bla bla. Die könnte doch ganz gut passen, finde ich. 1,99 € kostet die. Die nehme ich jetzt auch nochmal mit. Ich bin gerade hier bei dieser ganzen Maybelline-Theke und habe mir gedacht, ich nehme hier auch nochmal ein Lipgloss oder irgendwie sowas mit. Und habe mich dann für den hier entschieden. Aber nicht für mich, sondern zum Verschenken. Und zwar ist das so ein... Ja... So ein Lipgloss halt, ich weiß nicht, wie man die nennt, keine Ahnung. Liftergloss oder sowas. Hier habe ich 03 oder habe ich jetzt 04 genommen? Ich habe keine Ahnung. Ah, 03 habe ich genommen. Genau hier, ich finde den ganz schick, deswegen nehmen wir den auch mal mit. Ich nehme hier aus dieser kleinen Revolution-Ecke ja eigentlich nie irgendwas mit. Aber ich habe mich jetzt für den hier entschieden. Und zwar ist das dieses Chocolate Contour Bar, wie auch immer, so ein Doppelding halt. Für 6,99 €. Wenn ich das jetzt hinkriege, kann ich euch das sogar zeigen. Ah, hier. Genau, hier oben ist sogar so ein Spiegel. Finde ich eigentlich ganz schick, ganz nice. Und genau, nehme ich ebenfalls mit zum Verschenken. Finde ich eine ganz gute Idee, deswegen nehmen wir den mit. Dann habe ich hier auch nochmal so ein Täschchen gefunden. Das kostet 6,99 €. Finde ich zwar jetzt gerade ein bisschen happig und ein bisschen teuer, aber irgendwie finde ich die halt einfach ganz schick und ganz nice. Und ich habe mir gedacht, dass ich dort die ganzen Sachen reinpacken werde für diejenige, die das Ganze halt dann bekommt. Und ja, Lippenstift bzw. Lipgloss habe ich ja mitgenommen und diese Palette da. Und ich finde das halt ganz süß. Nehmen wir einfach mal mit. Mal gucken. Ich hoffe, dass das Ganze passt. Ich habe jetzt einfach keinen Bock, noch woanders hinzufahren. Deswegen nehme ich das jetzt mal mit. Und da die Seife bei uns zu Hause leer ist, habe ich nochmal ganz schnell gedacht, nehme ich einfach hier Berry Love mit. Für 65 Cent wird auf jeden Fall ausreichen. Ja, komm, nehmen wir einfach das jetzt mit. Meine Lieben, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, ihr Lieben.